Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Booyah! In der letzten Folge haben wir mit Roxas ein paar Nebenjobs gemacht, um uns ein paar Taler zu verdienen und an den Strand fahren zu können. Und um Rätsel zu kaufen. Oberste Priorität. Und ja, ich habe offscreen ganze 1960 Taler zusammengespart. Und jetzt muss ich nur einen Job machen. Dann geht die Story automatisch weiter, wenn ich die 2000 Taler erreicht habe. Nochmal dir. So, unser neuer Rekord. 6 Sekunden irgendwas. So, zack. Und zack. Ja, war schon mal besser. Irgendwann mit 8:30 oder so. Als Rekord. So, wird die Story automatisch fortgesetzt, weil wir 2000 Taler verdient haben. Mehr können wir nicht verdienen und ja. Das sollte langsam reichen. Ich sollte zum Bahnhof gehen. Dann, wofür haben wir das gemacht? Für ganze 2 AP. Du bist merklich geschickter geworden. AP plus 2. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so viel. Aber, ja, ist nicht viel. Aber, weil nicht, bringt's halt. Ich meine, ist umsonst. Also, dann sind vollzählig. Wie viel haben wir zusammen bekommen? Mal sehen. Das ist alles. Nichts. Wow, Roxas, das ist großartig. Bravo, dafür können wir uns sogar eine Melone kaufen. Nice work, everyone. Added to what we started with, we now have... Tada! 5000 money! Sweet! Sweet! What's the tickets? That's so much. We can't be together forever, so we better make the time we do have something to remember. Huh? Gotcha. Okay. Talerbeutel. Ein handgefälschter Beutel. Er enthält 5000 mit harter Arbeit verdiente Taler. Und in die Hälfte, fast ich irgendwie verdient habe. So, weiter geht's. Oh mein Gott. Fliegt echt oft auf die Fresse. Kann das sein? What? Roxas! 3 minutes! Okay. Wundert sich irgendwie niemand, der irgendwie so oft hinfällt und weil nicht Sachen hört und so und komische Träume hat? Fragt das niemand? Hallo, reden die nicht miteinander? Hallo? 4 students. Roxas, the money. Wait. No. Huh? He took it. Where are you going? Remember when I fell? I had the money before that. I bet that guy took it. Guy? He couldn't have gotten too far. What are you talking about? There was no guy. Huh? But he... There wasn't? Really? Oh, boy. There wasn't anyone there? Von ersten Blick sah ja echt so aus, als hätte er hat Geld eingesteckt. Also Roxas. So stelle ich mir es mal vor. It's melting. Sorry. Cheer up already. That was definitely weird, though. Strange. You said it. Can you feel Sora? Can you feel Sora? Restoration at 28%. Namine. Hurry. Okay. 28%. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. A
optics from that town must be kept out of the real world. You can delete that. Ach, der gibt das aus. So sieht's aus. As the keybearer, you must already know. One must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. I know I'll get there someday. Thus, I do hereby dub the junior heroes. Hey, what do you mean, junior heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. I wish for your freedom, Genie. Ow! Oh! Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Power! I am Mushu! Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Kingdom Hearts 1 spielen brauchen. Did you find her? Weil es hier zusammen passiert. Can't believe it. I really flew. Wait till I tell Kai. I wonder if she'll believe me. Probably not. I'm searching too. For your light. Oh, die coole Frisur. Don't lose sight of it. Sora, where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. Oh, God. Where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Wie Kai andauernd zensiert wird in irgendeiner Weise. Meine Güte. War doch meist zensierter Charakter in Kingdom Hearts. Wir sind immer noch beim Hardcore-Zocker. Das Name nicht. Who are you? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich für den Game Boy Advance Chain of Memories vor Kingdom Hearts 2 gespielt habe. Aber ich da auch irgendwie verwirrt war, wenn ich Kingdom Hearts 2 vor Chain of Memories gespielt habe, ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich habe den Game Boy Advance Teil vorher gespielt. Bin jetzt aber nicht sicher. Sonst wären ein paar Sachen hier ein bisschen verwirrend. Zum Beispiel wer Namine ist. Nur der Typ in Rot. Also Bahnhof, heute geht's aufs Meer. Und keine Sorge wegen des Gelds. Heiner. Alles klärchen. So. Zum Bahnhof. Skateboard, Skateboard. Na, Bahnhof da lang, ne? Also nicht so mit wegen Ferien und so, das ist so eine Sache bei mir. Hey. Morning. Hello, Roxas. Hi. And you are? I wanted to meet you at least once. Me? Yes, you. Okay. Olette dragged me along to go shopping. Hey, you want to come with us? Wait, did you just see that? He's stalling. Very well then, we'll see you later, Roxas, okay? Yeah.
G go to that haunted mansion? Er soll doch zum Bahnhof gehen, Mann. Okay, dann gehen wir mal da. Wand, ein Loch drinne, die keiner repariert. Okay, sieht aus, als könnte ich gar nicht aussuchen, wo ich hin kann. Let me go. Gut, wieder diese komischen creepy Teile, die wir noch nicht kennen. Hey, Chicken Wuss. Hey, das ist nicht dein Spitzname. I don't know. Sie haben irgendwo Zelle in der Nähe. Find a weapon. Oh, hi. So, wie war es nochmal? Ja, wir können die Dinger nicht treffen. Bloß nebenbei. Gegen den mysteriösen Gegner. Also gucken. Sie hat die gleiche Kampfpose wie in Final Fantasy 8. Bei ihm bin ich mir nicht sicher. Fujin und Raijin übrigens. Ich glaube, ihren Namen werden gar nicht so in den Cutscenes erwähnt. Ja, war geiler Erfolg wieder. Not good. Mann, wer aktiviert hier die ganze Zeit die World? Use the Keyblade. Eine merkwürdige Sache nach der anderen passiert. Ich wäre ganz schön verwirrt, wenn ich nicht wüsste, was passieren würde, ja. Und den Ort kennen wir doch. Und die Teile auch. Das war wirklich das erste, was in Kingdom Hearts 1 passiert. Ort der inneren Ruhe. Hi, na? Ja, kann man die Werte noch machen? Ja, okay. Ich habe am Anfang das Ding genommen, was mir Abwehr gibt, ne? Wir haben Abwehrkarte 3. Das heißt, ich hätte nur 2 Abwehr. In Magie habe ich aus irgendeinem Grund 6, obwohl ich keine Magie besitze. Was? Und ja, gut. Hier haben wir wieder Zeugs. In die Hand nehmen. Eine Aura und gibt diesen Stab. Du hast das Gefühl, als verleihe dir Weisheit. Ist mir Weisheit wichtig? Eigentlich nicht. Dieses Schwert verleiht dir schon vom bloßen Ansehen Kraft. Ist mir Kraft wichtig? Eigentlich ja, aber nicht bei dem Schwierigkeitsgrad. Ah, verdammt. Großer Schild, du hast das Gefühl, dass du damit jeder Attacke trotzen kannst. Ist mir Schutz wichtig? Eigentlich nicht. So, die Sache ist jetzt die. Hier weiß ich ein bisschen besser, was mit den Dingern auf sich hat. Und zwar, je nachdem, was man für einen Gegenstand nimmt, beeinflusst das, was für Fähigkeiten man, also nicht was für Fähigkeiten man lernt, sondern in welche Reihenfolge man sie lernt. Also, auf Level 99 müsste man eigentlich immer die gleichen Fähigkeiten haben. Nur das Ding hier, also die Waffe, die man wählt, beeinflusst nur die Reihenfolge. Also mit Schwert würde ich erst viele so Angriffs-Abilities bekommen, hier Magie-Abilities und hier defensive Abilities. Und ja, die Sache ist jetzt aber die, ich weiß jetzt nicht, ob wenn man jetzt zum Beispiel den Schild nimmt, ob man dann auf Level 99 mehr Abwehrkraft hätte, als wenn man das Schwert nimmt. Aber ich glaube nicht, ne? Die sind immer festgelegte Werte. Jedenfalls, wir spielen auf Profi, den etwas schwierigeren Schwierigkeitsgrad, vielleicht sogar der schwerste, weil Critical Modus tut ja eigentlich den Schaden verdoppeln. Ich spiele auf Profi, ja. Und ja. Deswegen ist Abwehr sehr wichtig. Deswegen nehmen wir den Schild.
und wie. Ich glaube, als ich erstmal diese Version gespielt habe, ich habe das Schwert genommen und hat es ein bisschen schwer. Deswegen Schild, her damit. Und dann kriegt man richtig geile Dinger. Die Kraft des Beschützers erhalten. Ja, wir kriegen so oder so ein Schlüsselschwert, also. Komm her, her. Das könnt ihr euch alle erkunden. Nee, geil, Kampfmusik. Die find for your heart, ne? Habe ich einen ersten Part von Kingdom Hearts genommen. Tauche in dein Herz. So, komm her! Was bist du denn? Gott, macht nicht viel Schaden. So. Eigentlich kann man nur zwei Angriff machen und dann Stellungsspiel machen. Sind die eigentlich kein Problem. Da ist der aber kann ich gar nicht vorstellen, wie sehr mir Kingdom Hearts zu spielen Spaß macht. Roxas kann von nun an Abilities einsetzen. Charaktere können im Hauptmenü mit Abilities ausgesucht werden. Nach einem Sieg in Missionskämpfen steigst du im Level auf. Deine Werte erhöhen sich und du lernst neue Angriffe. Du kannst auch im Level aufsteigen, wenn du Gegner besitzt und dafür XP Erfahrungspunkte erhältst. Ja, also hat das erste gemeint, das ist, wenn ich Bosse erledige oder Story Sachen, dann kann ich irgendwelche Sachen lernen. Wenn du Gegner zu stark geworden, lass Roxas am besten erst ein wenig im Level aufsteigen. Ich weiß gar nicht, ob das notwendig sein wird. So auf dem Spiel. Dann meine erste Schatztruhe. Mit Schlüsselloch. Und ich habe einen riesigen Schlüssel. Was hat das zu bedeuten? So, okay. Wenn eine Spielfigur mit einer Ability ausrüstet, stehen dir mehrere Fähigkeiten zur Verfügung. Es gibt viele Sorten von Abilities mit allerlei Effekten. Abilities anzulegen kostet AP und funktioniert so lange, bis die AP-Leiste voll ist. Wähle unter Abilities Spielfigur aus, die du mit Abilities ausrüsten willst. Wähle eine Ability aus. Wähle anlegen, um die Spielfigur mit einer gewählten Ability auszurüsten. Ja. So. Wir haben Schadenskontrolle wegen dem. Das ist eine Fähigkeit, die ich durch die Waffe bekomme, also durch den, durch das Schlüsselschwert, das ich jetzt habe, kann ich das überhaupt nicht, kann ich noch nicht ändern. So, halbiert erlittenen Schaden in kritischen Momenten, legere mehr an, um den Effekt zu verstärken. So, wir haben schon Aufmännchen. Dreieck, können wir direkt ausrüsten. Drücke Kreis, um schnell wieder die Balance zu finden, nachdem du in die Luft gescheut wurdest. Kennt man ja aus Kingdom Hearts 1. So, her damit, boy. Puschen, Alter. Das Kommando Item wurde hinzugefügt. Drücke oben und unten, um Item auswählen und drücke X. Wähle das Item aus, das du benutzen willst, und drücke X. L1 und zum Beispiel X für schnelle Zugriff auf bestimmte Items. Das ist eigentlich schon kein Hauptmenü geändert werden. Das ist auch neu. Das ging im Nummer 1 nicht. Obwohl, sobald ich einen Heilzauber habe, wird das sowieso nicht mehr benutzt werden. Außer vielleicht sehr viel später. Sei vorsichtig, Jungs. Diese Tour liegt eine gänzlich andere Welt. Ah, fürchte dich nicht. Ich hab keine Angst. Nee. Bleib nicht stehen. Gott verdammt, Roxas. Also schon vermasselt. Nun haben wir deine AP auf Null sinken, heißt es Game Over. Denk dran, deine AP leistet immer rechtzeitig wieder aufzufüllen. Okay, heißt also, ich hätte den Kampf jetzt auch verlieren können. Interessant. Hast du jetzt auch nicht. So, das ist jetzt aber meiner Meinung nach ein passender Moment, das Spiel für diesen Part zu beenden. Auch wenn es sehr kurz ist. Aber ja, das Spiel kann noch ein bisschen dauern. Ich habe Kingdom Hearts 1 in 54-55 Parts geschafft. Ich habe jetzt irgendwie ein Rätsel, wie ich das so schnell geschafft habe. Und Kingdom Hearts 2, ja, wird vielleicht ein bisschen länger dauern, weil es sehr viel mehr optionale Sachen gibt in dem Spiel. Und hui. Ja. Aber trotzdem, ich werde versuchen, nicht zu schnell, aber so relativ zügig das Spiel zu schaffen. Ausgehen leveln, weiß ich nicht, ob ich da brauche. Ich kenne mich auch mit dem Spiel aus, also deswegen jetzt nicht die Sache bei Kingdom Hearts 1 war aus. Also, mal schauen, wie schnell das hier geht. Ja, ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen, aber egal. Ich bedanke mich dafür allerdings. Jetzt geht schon wieder los. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, tut ein Abo, Like, Kommentar, was auch immer.
Dislike, meinetwegen, hinterlassen. Um irgendwelchen Feedback hinterlassen zu können. Ich kann nicht sprechen, das ist bestimmt die Hitze, das ist so verdammt heiß. Warum ist es so heiß? Ich habe irgendwie meine PS3 und mein Laptop sind irgendwie gleich einem Hitzeschock am Sterben oder so. Jedenfalls. Tut das, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht. Und Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja. Bams.